Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn man auf einen Bohrturm geht, dann sollte man immer so ein Pipe-Telly-Book dabei haben und ein Maßband und einen Kugelschreiber. Das ist nämlich ganz wichtig, weil man auf einer Bohranlage immer genau wissen muss, was im Bohrloch alles eingebaut worden ist. Man muss alle Bohrstrang-Elemente aufgeschrieben haben und die Längen speziell notieren, dann kann man nämlich alle Längen aufaddieren und dann weiß man immer, wie lang die Bohrung gerade ist. Okay, die Länge der Bohrung sagt aber immer noch nicht aus, wie der Bohrpfad aussieht. Wie die Bohrung aussieht, kann man aus der Länge alleine gar nicht herleiten, sondern da brauchen wir noch andere Messungen. Und für diese Messungen steht es uns ein MWD-System im Bohrstrang bereit. Das ist ein Messgerät, was uns entlang der Bohrung immer misst, wie die Neigung der Bohrung ist. Also wenn wir nach unten bohren, haben wir 0 Grad Neigung und das hier wäre waagerecht wäre 90 Grad Neigung. Das müssen wir wissen und wir müssen immer wissen, welche Himmelsrichtung wir haben. Himmelsrichtung nennt man im Fachjargon Azimut und die Neigung Inklination. Ja, und diese Messwerte zusammen mit der Länge der Bohrung, die tragen wir jetzt erstmal in eine Tabelle ein, so wie wir das hier sehen. Und dann können wir anfangen, mit diesen Werten zu rechnen. Die Formeln dazu findet man in den einschlägigen Bohrtechnikbüchern. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann sind das ganz wilde Formeln. Kein Mensch hat Lust, die im Taschenrechner immer so einzutippern. Und deswegen gibt es Excel-Worksheets oder ähnliche Arbeitsblätter, die das automatisch machen. Und was diese Berechnungsformeln erstmal machen, ist, dass die aus den Werten, die wir gemessen haben, erstmal für jeden Punkt des Bohrpfads ausrechnen, welche Vertikaltiefe dazu gehört. Wie weit sind wir unterhalb der Erdoberfläche sozusagen? Und ja, wenn wir das ausgerechnet haben, dann interessiert uns auch noch, wie die Bohrung eigentlich aussieht. Wenn wir uns mal so ein Auto vorstellen, dann reicht meistens eine Draufsicht und eine Seitenansicht und dann können wir uns schon ziemlich genau vorstellen, wie so das Auto komplett in 3D aussieht. Bei einer Bohrung ist das ein bisschen komplizierter. Ich habe hier mal eine Bohrung gebastelt und diese Bohrung sieht ja von der Seite ständig anders aus, je nachdem, aus welcher Perspektive ich mir die angucke. Und deswegen haben sich die Tiefbohrer eine Methode ausgedacht, die wir hier sehen. Und zwar nehmen die diese Bohrung und machen davon eine Abrollung, so wie wir das hier hinter mir gemacht haben. Und wenn wir diese Abrollung jetzt noch mit zwei Achsen versehen, nach unten die Vertikaltiefe der Bohrung und waagerecht auch noch eine Achse hinzufügen, dann nennen wir diese waagerechte Achse die Vertical Section der Bohrung. Und dieses Diagramm, was wir hier nochmal in schön sehen, das ist ganz praktisch, denn die rote Linie entspricht genau der Länge der Bohrung und in diesem Diagramm können wir jetzt für jeden Punkt entlang der Bohrungslänge nach links sehen, welche Vertikaltiefe hat dieser Punkt und wir können in diesem Diagramm für jeden Punkt ablesen, welche Neigung die Bohrung an dieser Stelle hat. Das ist also unsere Seitenansicht. Und wir brauchen aber auch noch eine Draufsicht, die uns zeigt, wie die Bohrung von oben aussieht. Und dazu berechnet unsere Software ganz einfach die Nord-Süd- und West-Ost-Koordinaten der Bohrung. Und daraus können wir dann diese Draufsicht herleiten. Und jetzt haben wir alle Koordinaten der Bohrung zusammen, die wir brauchen, um dann auch eine 3D-Darstellung der Bohrung herzustellen. Die meisten Softwares heutzutage erlauben sogar, dass man diese Bohrung dann auf dem Bildschirm in alle Richtungen hin und her dreht. Das ist hübsch anzusehen. Damit sind wir eigentlich mit der Berechnung des Bohrpfades schon fertig. Aber die Leute auf dem Bohrturm interessiert auch noch eine andere Information. Die wollen nämlich immer gerne wissen, welche Krümmung die Bohrung an jeder Stelle hat. Die Krümmung ist ganz wichtig, weil durch diese Bohrung ja auch alle Bohrgeräte, alle, die im Bohrstrang sind, durchpassen müssen. Und wenn die Krümmung zu groß ist, dann
passiert dasselbe wie hier mit dem Kugelschreiber. Die Bohrstrangelemente gehen kaputt. Und deswegen muss man die Krümmung immer wissen. Und unser Software-Sheet berechnet also aus den Messwerten die Krümmung der Bohrung. Die Bohrung kann irgendwie dreidimensional im Raum liegen. Und für uns Menschen ist es immer ein bisschen schwierig, uns so eine dreidimensionalen Bohrungsverläufe vorzustellen. Und deswegen zerlegt die Software den dreidimensionalen Verlauf der Bohrung auch noch in zwei Komponenten, die auf und ab und links und rechts entsprechen. In Auf- und Abrichtung berechnet uns die Software die sogenannte Aufbaurate oder Abbaurate, je nachdem, ob wir Neigung aufbauen oder Neigung abbauen. Und bei der sogenannten Turnrate berechnet uns die Software, wie stark die Änderung nach rechts oder nach links ist, entlang unserer Bohrung. Wir sehen jetzt hier dran schon, dass es in der Tiefbohrtechnik viele, viele Fachbegriffe gibt und die sind am Anfang etwas verwirrend, aber im Laufe der Vorlesungen kommen die immer wieder vor und dann gewöhnt man sich daran. Und deswegen, vielleicht sehen wir uns ja auch in unserer Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 mal hier in Freiberg in echt. Wir würden uns darüber sehr freuen. Glück auf!